Altach hat bemüht, auf der hohen Warte spielerisch zu glänzen. Zumindest in der Anfangsphase. Tommy wird zurückgepfiffen. Wegen Abseits. Aber die Zeitlupe zeigt klar, Dospel in der Mitte. Hebt knapp aber doch das Abseits auf. Fehlentscheidung des Schiedsrichterassistenten und in Folge von Schiedsrichter Trachter. 3 Minuten später. Ademi. Der Spanier Tommy in der Mitte kommt zu spät. Vienna probiert über die Flanken. Hartenberger, Djokic. Erste gute Möglichkeit für die Blau-Gelben. 35. Minute. Meier. Strafstoß. Matthias Sereinig schaut nicht einmal auf den Ball. Ganz klar, keine Hand zum Ball. Rade Djokic verwandelt. Aus 11 Metern. 1:0 Pausenführung für die Wiener. Glücklich. 10 Minuten nach Seitenwechsel. Matthias Hopfer gegen Rade Djokic. Hopfer hatte schon gelb. Zu ungestüm. Diesmal liegt Oliver Trachter richtig. Gelb-rot. Sereinig gleich mit einer Chance zum Ausgleich. Aber auch mit einer Verunsicherung. Sereinig, Wolfgang Meier, die Chance auf den zweiten Treffer für die Wiener. Aber er scheitert an Kobras. Weiter, 1:0. 76. Minute. Zachhuber gegen Erhard. Erhard, ja ein Ex-Altacher, an die Wiener ausgeliehen. Und in der Schlussphase die Vorarlberger. Mit 2 Spielern weniger. Gelb-Rot auch für Erik Zachhuber. Cashpoint SC Altach riskiert viel nach vorne. Das bedeutet im Konter Raum für die Döblinger. Erhard. 87. Minute. Weiter 1:0. Markovic. Wieder Julian Erhard. 91. Minute. 2:0. Die Entscheidung. Des einen freut, ist des anderen leid. Während Wiener Coach Alfred Data jubelt, schwere Zeiten für Altach-Coach Adi Hütter. Für mich als Trainer gilt es, dass man die Mannschaft wieder aufrichten kann nach einer Niederlage. Wir haben noch 8 Spiele. Es ist ja nichts verloren. Was mich stört, ist, dass man hier unglücklicherweise mit dem Spielverlauf statt 1:0 mit 0:1 in die Pause geht. Das ist ärgerlich. Aber wie gesagt, das gehört im Trainergeschäft dazu. Wir reden hier vom 2. Tabellenplatz und wir reden nicht hier an, dass wir abgeschlagen, keine Chance mehr, Meister zu werden. Und alles andere ist nicht meine Arbeit. Die Mannschaft ist intakt, kann gegen die Vorderen durchaus Punkte holen. Jetzt wird es Zeit, dass wir auch gegen die Vereine, die hinter uns liegen, punkten. Und dann, glaube ich, dann wird das alles in den grünen Bereich kommen. Zu Hause ist die Wiener stark. Zuletzt auf der Hohen Warte 3-mal ungeschlagen. Nach den Erfolgen vom letzten Freitag gehen sowohl der LASK als auch die Mannschaft des FC Lustenau mit breiter Brust in dieses 4. und damit auch letzte Saisonduell. LASK-Coach Walter Schachner muss zwar auf seinen besten Torjäger verzichten, Hannes Aigner ist ja gesperrt, mit Harald Unverdorben hat er aber dennoch einen gefährlichen Torjäger auf dem Platz. Die Linzer geben in den ersten Minuten auch den Ton an, zwingende Torchancen bleiben aber Mangelware. In Minute 13 ist dann erstmals LASK-Keeper Thomas Mandl gefragt und zwar bei diesem Rückpass von Sebastian Schröger. Den daraus resultierenden Eckball köpft Christian Haselberger nur knapp am Tor der Linzer vorbei. Die bislang größte Chance der Vorarlberger, die jetzt immer besser ins Spiel finden. 25 Minuten sind absolviert, als erneut Thomas Mandl den LASK vor einem Rückstand bewahrt. Zellhofer auf Novincic. LASK-Schlussmann Mandl ist aber auf dem Posten. Auch der LASK kommt in den ersten 45 Minuten noch zu einer guten Möglichkeit. Harald Unverdorben bringt den Ball hier aber nicht unter Kontrolle. Und im Nachschuss scheitert Richie Cardoso. 5 Minuten sind dann in der zweiten Halbzeit gespielt, als Rafinha in abseitsverdächtiger Position den Ball bekommt. Der Brasilianer scheitert allerdings an Andreas Luxe und den Nachschuss knallt dann Leonhard Kaufmann noch an den Pfosten.
Der LASK ist jetzt klar die bessere Mannschaft. 71 Minuten sind gespielt. Eckball für die Linzer und da ist Ulrich Winkler zur Stelle. Mit seinem zweiten Saisontreffer bringt er die Oberösterreicher nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Der LASK ist von nun an die spielbestimmende Mannschaft und schnürt den FC Lustenau in der eigenen Hälfte ein. 80 Minuten sind gespielt. Rafinha mit der Ferse auf Wimmer und der schießt den Ball nur um Millimeter am langen Eck vorbei. Walter Schachner kann es nicht glauben, das wäre die Entscheidung gewesen. Plötzlich werden die Linzer wieder hektisch und nervös. 89. Minute. Schiedsrichter Hirschbichler gibt Freistoß für den FC Lustenau. Holzmann läuft an. Haselberger kommt mutterseelenallein zum Kopfball und erzielt den 1:1 Endstand. Ein Tor, das die Abwehr des LASK ganz klar auf ihre Kappe nehmen muss. Wenn einer in der 90. Minute ungefähr am 11-Meter-Punkt ganz frei steht. Ich glaube, es war sogar noch ein zweiter frei und der kann dann einköpfen. Das ist natürlich schon, muss man sich schon Gedanken machen, ob man auch reif ist, ums Aufsteigen mitzuspielen. Nach 1:0 hatten wir natürlich auch Glück in der einen oder anderen Situation. LASK hat den Sack nicht zugemacht, aber ich bin auch sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, dass sie ein vermeintlich verlorenes Spiel dann noch gedreht hat. Der LASK kann gegen vermeintlich leichte Gegner also weiter nicht gewinnen. Der FC Lustenau kämpft dagegen weiter tapfer um den Klassenerhalt. Und Frühjahrsmüdigkeit ist weiter kein Thema für beide, denn sie zeigen, das soll schon gesagt sein, eine attraktive Erstligapartie. Danilo Soares donnert da die erste Chance in die Wolken. Dann Eckball durch Sascha Boller. Thiago und Peter Riedl klärt da für Tormann Andreas Schranz. Alles korrekt, kein Hände. Es geht munter los, erst 5 Minuten gespielt. Der SV Grödig mit Thomas Kramer, Diego Viana und Jerzylenko. Riesenchance für Jerzylenko. Jetzt weiß man, warum der vor fast 2 Jahren zum letzten Mal getroffen hat. Dann wieder die Hausherren. Doch Danilo Soares verstolpert diese gute Möglichkeit. Der SV Grödig. Lukas Schubert mit dem langen Ball auf Diego Viana. Alexander Kofler verschätzt sich da. Viana drüber. Weiter viel Tempo im Spiel. Sascha Boller. Und Jürgen Kampel, der Defensivmann, mit dem 1:0 für Austria Lustenau in der 34. Minute. Das 15. Assist für Sascha Boller. Und so gibt es für den Torvorbereiter der Liga einen besonderen Dank Bussi und der Mannschaftskollegen. Wieder Sascha Boller. Und fast hätte da Felix Roth noch nachgelegt. So bleibt es zur Pause beim 1:0 für die Vorarlberger. Die Austria weiter spielfreudig. Wieder über Sascha Boller. Der sieht da Felix Roth. Und dann ist Thiago zur Stelle und elegant lässt da der eingebürgerte Brasilianer Andreas Schranz aussteigen und sorgt für das 2:0 für die Lustenau-Austria in der 48. Minute. Alles regulär. 4. Saisontreffer für Thiago. Die Antwort von Grödig. Joachim Parapatic ganz alleine, aber stümperhaft lässt er diese Chance aus. Nur kurz darauf steht Parapatic wieder alleine vor dem Tor, kommt da selbst zu Fall und Peter Pöllhuber rettet knapp vor der Linie. Glück für die Vorarlberger, aber sie sind an diesem Abend ganz einfach die effizientere Mannschaft. Einmal mehr der bestens aufgelegte Sascha Boller, der serviert da Felix Roth den Ball und der mit Übersicht und dem platzierten Schuss zum verdienten 3:0 Erfolg der Lustenau Austria gegen Grödig. Ein Spiel fast ganz nach dem Geschmack des siegreichen Trainers. Dass nicht immer alles perfekt im Spiel ist, das ist normal, aber so die Gesamtleistung von der ganzen Mannschaft, vor allem in der Defensive, wie wir da gearbeitet haben, bin ich sehr zufrieden. Ja. Wir haben ja wirklich 400er gehabt und die haben wir halt nicht genutzt und Lucien hat eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, die was wir einer zu leicht machen haben lassen, also viel zu viel Passivität. Austria Lustenau ist als beste Frühjahrsmannschaft nun schon seit 8 Spielen in Folge ungeschlagen.